Vom 17. bis zum 21. Februar war wieder Social Media Week. In Weltstädten wie New York, Barcelona oder Tokio und natürlich in Hamburg. Hier war die MHMK als einer von 12 Standorten dabei. Über 3000 Gäste besuchten die mehr als 200 Veranstaltungen in der Hansestadt. Zentrales Thema waren Gegenwart und Zukunft der sozialen Medien und des Internets. Betrachtet wurden zum Beispiel die Auswirkungen von Social Media auf Print, Rundfunk und Online-Medien, auf die Karriere oder sogar das Reiseverhalten. Die MHMK war besonders in der Kategorie Digital Entertainment aktiv. Gleich zwei Professoren der Hochschule leiteten hierzu eine Veranstaltung. Thomas Horki, Professor für Sportjournalistik, widmete sich der Verwendung von Social Media im Sport. Eine derzeit von ihm durchgeführte Studie untersucht während der Olympischen Spiele, wie Twitter und Co. Themen für den Journalismus setzen. Social Media werden von vielen Sportjournalisten dazu genutzt, ihre Themen weiter zu verbreiten und vor allen Dingen zu recherchieren. Also sind viele Sportjournalisten mit Sportlern, Akteuren und Sportlerinnen, mit Vereinen, Verbänden in Kontakt. Das Phänomen Social Media ist laut Horki wie eine neue Kraft, die extrem wichtig ist und für den Journalisten immer relevanter wird. Und das mal zu untersuchen, ist für mich extrem wichtig und so eine Social Media Week ist dafür das ideale Forum. Ein ganz aktuelles Thema besprach auch Andreas Hebbel-Seger, Professor für Medienmanagement, mit Videodrohnen im Sport. Dabei ging es einerseits um neue Möglichkeiten in der Live-Kommunikation mittels Drohnen, aber auch um medienethische Aspekte. Der Aspekt, der mir dann eigentlich wichtig war, war eben die Frage, inwieweit Drohnen eben zu einem Werkzeug werden können, um Content zu produzieren, eben auch für Social Media. Ein Highlight zum Abschluss der Woche war eine Veranstaltung zu Hamburgs neuen hyperlokalen Online-Medien, die in der letzten Zeit eine Hochphase erleben und größtenteils von sehr jungen Teams auf die Beine gestellt wurden. Isabella David, Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins Hamburg mittendrin, ist auf die sozialen Netzwerke angewiesen. Ohne Social Media wäre unsere Arbeit bei mittendrin gar nicht möglich, weil das unser Verbreitungskanal ist, aber auch unsere Rückkopplung zu den Lesern. Also nur über Twitter nehmen wir überhaupt oder viele, viele nützliche Hinweise, aber auch Kritik von unseren Lesern wahr. Und gerade bei Demonstrationen, wo wir live tickern, ist es einfach ein unverzichtbarer Kanal für uns. Alleine am MHMK-Campus fanden während der 5 Tage 62 Veranstaltungen statt. Auf die nächste Social Media Week ist man hier bereits gespannt.